Hallo Leute, ja, unterirdisches Reservoir, da bin ich wieder. Schön, dass du dabei bist. Es geht weiter in Elden Ring und wir schauen mal, was uns hier erwartet. Ich bin ein klein bisschen verwirrt, weil ich bin da hochgekommen, da lang gekommen, hier hochgekommen und das scheint hier das Boss-Ding zu sein. Auch wenn ich mir nicht so ganz sicher bin. Aber hier ist die Boss-Tür ist offen. Das heißt, da oben ist der Ort der Gnade. Oder? Nee. Hä? Ich bin total verwirrt gerade. Ich bin gerade echt verwirrt, weil irgendwie ist da zwar der Ort, die Boss-Tür, aber irgendwie gefühlt passt das nicht. Irgendwas fühlt sich komisch an. Aber auf jeden Fall schön, dass du dabei bist, schön, dass du zuschaust. Ich hoffe, es gefällt dir. Freue mich wie immer über ein Like. Das sieht aber richtig aus da vorne. Und das auch. Okay, dann sind wir tatsächlich am Bosskampf. Also, letztes Mal habe ich ja hier diesen Dungeon gemacht. Nur, dass da oben nicht der Ort der Gnade war. Oder ich habe ihn übersehen. Ich bin total verwirrt. Ich hoffe, es gefällt dir. Würde ich mich freuen. Wenn es dir gefällt, lass mir gerne ein Like da. Gerne natürlich auch einen Kommentar schreiben, wenn du irgendwas hast. Und wenn du mich unterstützen möchtest, dann schreib mir doch. Dann lass mir ein Abo da. Auf jeden Fall. So, ich muss erstmal zu Ende sprechen. Es macht halt überhaupt keinen Sinn. Oh, ja, warte mal. Hier, ja. Okay, aber warum geht das hier nicht weiter? Ich bin total verwirrt. Okay, wir gucken uns jetzt hier den Bosskampf an. Und gucken mal, was wir uns hier rausholen können. Und was uns hier erwartet. Keine Bosse voraus. Ja, ich bin hier nämlich nicht da, wo ich angefangen habe. Dann müsste da ja der Ort der Gnade sein. Vorsicht vor rechts. Mal einen auf den hier. Super. Nochmal. So. Der wartet da noch. Und ein Schluck aus der Pulle. Nicht noch zu weit weg. Ja, fall mal um. Nicht hier gegen mich lehnen. Also das war definitiv nicht der Bosskampf. Aber was ist das dann hier? Das sah aus wie eine Bosstür. Und wo muss ich jetzt weiter? Wenn ich oben durchnehme. Lustig, wenn man hier mal durchkommt, aber normalerweise kommt man hier nie durch. So, das heißt, die Frage ist, wo muss ich denn jetzt bitte lang? Aber dahinter ist nichts, glaube ich zumindest. Also wir haben jetzt hier den Nicht-Boss-Kampf haben wir jetzt gemacht. Und jetzt, wo müssen wir jetzt hin? Hier marsch zurück. Gut, soweit ist klar. Da oben waren wir. Da gab es ein Item, aber sonst nichts. Und wir sind von hier runtergesprungen letztes Mal.
Das heißt, wir müssen jetzt hier weiter. Auch wenn das anscheinend so aussieht, als ob wir hier schon waren. Aber wir waren hier noch nicht. Bin ich mir relativ sicher. Das war nämlich letztes Mal so. Irgendwas stimmt da nicht. Hier liegen sogar Leichen rum. Aber gefühlt, ist ehrlich. Ich mach mal hier Lampe an. Irgendwas. Also, hier ist unten. Hier waren diese explodierenden Teile. Die Statue, ja, die gibt's auch noch. Da ging es hoch. Das sieht komplett identisch aus. Okay. Na, super. Ja. So. Aber bitte hoch, genau. So. Dann war man da drin. Aber das gab's nicht. Das ist anders hier. Ja. Das ist definitiv anders. Du Mistvieh, du. Okay. Es ist ein paar mehr Runen gegeben. Jetzt geht's hier runter. Warte. Ach, das ist das, wo... Man ich weiß, welche Seite muss ich... Wo muss ich jetzt zuerst erkunden? Weil... Gab ja noch das hier. Dem Kollegen hier. Mal hier ein. So. Das mitnehmen. Und dann gucken wir mal, ob es hier auch wieder diesen großen Typen gibt, ja. Und der andere liegt da. Hey. Boah. So. Mieser Typ hier. Der liegt und der andere liegt da. Das ist krass. Als ob ich hier schon mal war, aber ich war hier noch nicht. Und jetzt kann ich hier wieder runterspringen. Dann gehen wir mal doch erst die andere Richtung. Und da die Treppe runter, die Leiter runter. Vielleicht ist das sinnvoll, aber dann nee, hier gibt's keine. Ich denke nicht, dass es da eine versteckte Tür gibt. Sagen wir es mal so. Der ist nicht draußen, okay. Runter bitte wieder.
Willst du mal hochgehen? Jetzt. Hopp. So, da lang. Und da lang. Und na, ich dachte, das purzelt da runter. Aber macht's nicht. Wie sieht's denn aus? Ich habe relativ wenig. Relativ wenig Gesundheitstränke. Da ist ein Hebel. Ich habe einen Hebel gefunden. Hebel ziehen. So, und das ist jetzt vermutlich der Hebel für die echte Boss-Tür. So, jetzt ist die Frage, muss ich hier runter? Und ist das jetzt hier die echte Boss-Tür? Dann habe ich ein Gebiet noch nicht erkundet. Ja, hier ist jetzt die echte Boss-Tür. Okay, das heißt, wir haben jetzt ein Ding noch nicht erkundet. Wir müssen jetzt einmal durch... Ah, hier, ich bin da runtergesprungen, ohne das Item dann mitzunehmen. Das ist ja auch clever. Das heißt... Warte mal kurz. Oh, das war doch so... Die hatte ich ignoriert. Ich muss jetzt hier lang. Hier liegt logischerweise nur einer rum, weil ich hier nur einen hatte. Hopp. Dann müssen wir... Nee. Da lang. Und da lang. Und das Ding einmal anschießen. Und da geht es dann quasi weiter. Da muss ich dann hin zurück bei dem zweiten Ebene. Und wo komme ich hier hin? Oder ist das nur der obere Teil? Nee, ich bin ja von dem oberen Teil runtergesprungen. Verstehe es gerade nicht. Ich verstehe es gerade nicht. Also wenn ich es richtig sehe, war ich jetzt hier noch nicht. Genau, da vorne ist noch was zu plündern. So. Also hier waren wir jetzt noch nicht. Das heißt, hier können jetzt nochmal irgendwelche Leute auftauchen. Da kann ich anscheinend wieder irgendwo hinhüpfen.
Da oben. Bomb. So. Da hoch komme ich aber anscheinend nicht. Ja, ist ja gut. Entspann dich mal. Hier lang komme ich, kann irgendwo runterhüpfen. Und zwar... Ich glaube, hier oben liegen jetzt, müssten jetzt zwei liegen. Eins, zwei, genau. Das heißt, da bin ich jetzt wieder runter. Hier war ich schon. Okay, dann weiß ich jetzt, wie wir zum Boss kommen. Und dann können wir uns noch das eine Item holen. Wenn dieses Ding hier mal irgendwie funktionieren würde. So, hopp. Mal kurz gucken, 44.000 Runen. Genau, hier lang, den hatten wir. Dann kommt da die Leiter. Nicht da runterfallen, das wäre ungünstig. Langer Weg. Hier müsste jetzt irgendwo noch ein Item oben drauf liegen. Ja, da. Genau. So. Überreste, Sakramentsknospe, okay. So, und jetzt hier lang geht's zum Bosskampf und zum Ort der Gnade. So, und ich würde mal sagen, ach, wisst ihr was? Wir stellen uns jetzt einfach den Bosskampf, wird schon schief gehen. Dann werden wir sowieso respawnen und ich habe nicht genug nicht genug Ruhen, um einen Priester des Bluts, okay. So, boah! Hilfe! Boah! Ja, okay. Ich war auf die Hunde war ich überhaupt nicht vorbereitet und hatte irgendwie auch sonst nicht so ganz alles zur Reihe. Gut, so vermutlich haben wir am Ort der Gnade hier oben, genau. Da sind wir jetzt wieder, also alles gut. Dann können wir jetzt hier runter, müssen uns diesmal richtig vorbereiten. Irgendwie war ich noch nicht so ganz fertig mit Vorbereiten und wurde von diesen dämlichen Hunden angegriffen. Also, den brauchen wir. Dann brauchen wir den hier. Gehen durch. Wählen unseren Dings. Machen einmal so ein. Den Boah, das gibt's doch nicht. Der mit seinem, mit dem Dolch und der irgendwas auf mich schießt. Ich muss vorher noch das Schwert. Das habe ich schon wieder vergessen. Die Schwerteigenschaften habe ich schon wieder vergessen. Und dann machst du halt weniger Schaden. Und vor allem keinen Frost. Und das wäre auch ganz... Ich weiß nicht, ob der gegen Frost... gegen Frost anfällig ist. So, den da muss ich machen. Und dann nimm das mal bitte zweihändig richtig. So. Nein. Bin schon wieder nicht da. Ja. Okay, pass auf. Ich nehme meine Runen. Ich gehe zum Eingang. Und jetzt versuchen wir es nochmal.
So. Boah. Dann habe ich Frost, also er ist für Frost anfällig. Das war ja wieder. Also, nochmal. Ich habe mir die Runen wieder gerollt. Das war gerade in dieser Runde. Ich dachte, ich versuche mal das. Also Blut, warte mal. Das heißt, das allererste, was wir machen, ist, wir werden mal, Feuerschaden ist völlig unsinnig. Wir brauchen irgendwas gegen... Mal irgendwas, was gegen Blut den Schaden durch Blut reduziert. Das könnte man machen, aufeinanderfolgende Angriffe, und das ist Stärke, verbessert Sprungangriffe. Nee, da machen wir was anderes. Erhöht die maximalen Lebenspunkte deutlich. So. Naja, deutlich ist relativ. Aber was wir jetzt machen ist... Das ist kompliziert. Wir machen den. So, dann muss ich hier eine Flasche mit Himmelstränen nehmen. Dann gehen wir mal den. Wundersame Arznei. Gehen wieder da rein, dass wir die gleich auffüllen können. Müssen wir vielleicht gar nicht machen. So, das war's schon. Einfach immer raufhauen. Wenn man das immer vorbereitet hat, war das gar nicht so schwer. Jubel des Blutes, meine Runen holen. 30.000, okay. Und das war jetzt der Bosskampf. Jubel des Blutes hieß das Ding. Nee, nein. Wollt doch mal gucken. Das Ding, oder? Nee. Ja. Blutverlust in der Nähe erhöht die Angriffskraft. Okay. So. Müssen wir hier noch ein bisschen Wurzelharz einsammeln und dann sind wir hier durch. Ja. Mit ein bisschen dämlich angestellt, aber Hunde ignoriert und dann geht das. So, zum Eingang zurückkehren, ja. Und ich glaube, ich denke, ich vermute, damit bin ich sozusagen den Bereich unterhalb der Hauptstadt jetzt durch. Also ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch noch was übersehen, das heißt, was wir jetzt machen, wir wären dann hier in der Höhle des Geisterrufers und könnten und versuchen uns da nochmal durchzuschlagen. Ihr erinnert euch vielleicht an diese Höhle. Das war ziemlich, ich fand die ziemlich mies. Das ist ein paar Folgen her, tatsächlich. Ich fand die ziemlich mies, weil... glaube ich, das ganze Rudelmoos gar nicht aufsammeln. Ich wüsste überhaupt nicht, wofür ich es brauche, aber weil es diese Schnecken gab. Die, man muss die erledigen und sich von dem anderen nicht nicht sozusagen beirren lassen. Und dann war es so, dass es, wenn ich mich richtig erinnere, da, ja, dann gab es diese beiden Apostel da,
Nee, eine Apostel und eine Noble, also ein Fürst, oder? Nee, Fürst hieß es nicht. Aber Adliger, genau, Adliger hieß das. Oh, danke. Hat ein paar Runen gegeben. Und der zweite. So. Der zweite hatte irgend so einen miesen, obermiesen Angriff drauf, nämlich mir so einen Rollangriff drauf, wo ich ein echtes Problem mit hatte. So. Und das ist nämlich gleich hier unten. Ich weiß das noch. Oh, Mann. Wie oft habe ich hier abgekotzt? So. Das machen wir jetzt noch gar nicht. Den machen wir aber. Nebel durchqueren. Alles klar? Nein, das wollte ich noch gar nicht. How not to do it? Also es ist 20 nach 4 an einem Samstagnachmittag. Also eigentlich sollte ich nicht ganz so verpeilt sein. Das Problem ist, du fängst wieder hier oben an. Das ist der allergrößte Mist und muss diesen ganzen Weg wieder da, also hier nicht runterfallen, diesen ganzen Weg hier nochmal lang rennen und nochmal da und nochmal da und nochmal da. Das war ja gerade wirklich hau. Wie macht man es bitte auf gar keinen Fall? Ja. So, und dann rennst du hier lang, dann erledigst du da die Schnecke und dann erledigst du die nächste Schnecke und die übernächste Schnecke, hoffentlich ohne, dass du drauf gehst. Da bin ich nämlich auch einmal drauf gegangen, wenn da zu viele um die Schnecke rumstehen, so wie es beim letzten Mal, also waren es nicht zu viele, aber es war schon viel. Und wenn die alle so ein bisschen versetzt zuschlagen, dann hast du ein Problem. Ja, so, und die hier. Das ist hier relativ banal, kann man einfach durchlaufen. Ja, super, oder? Und dump. So. Hey. Achso. So. Heiltrank. Erstmal reinpfeifen. So, dann müssen wir hier uns mal vorbereiten. Also, ich glaube nämlich, dass ich... Warte mal, rufen kann ich den. Richtig? Aber... Gegen Frost sind die sowieso immun. Rufen kann ich den schon am Anfang. Yep. Wie war denn das so? Ja, noch Fragen? Oh,
Oh, ich kann mich an diese Höhle erinnern. Ich weiß nicht, warum ich es nochmal versucht habe. Die Stärke. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber... Warum um alles in der Welt muss ich hier jedes Mal wieder durch, nur um dann dagegen diese beiden Typen jedes Mal wieder zu sterben? Also da kommt ja noch ein zweiter danach, wenn man den ersten fertig hat, was ich jetzt noch nie mal geschafft habe, wo ich mich gerade frage, was ist denn hier los? Dann kommt noch ein zweiter hinterher. Ja. Und ich muss wieder hier durchrennen. Und wieder abkotzen. Und dann stehe ich endlich wieder vor den Bossen. Aber warum bitte bin ich... Also ich bin ja echt super schnell draufgegangen. Das war ja als ob so... Schaden? Also ich nehme keinen Schaden? Nee. Ich nehme sofort Schaden. Und zwar vollen. Hallo? Ja, wenn du Pech hast, gehst du nämlich dann... Irgendwie sowas, warum auch immer ich den nicht getroffen habe beim ersten Mal. Und das heißt, ich habe jetzt schon mal zwei Heiltränke verbraucht. Einen werde ich vermutlich noch brauchen. Hier. Na, ey, der nix da so. So. Ja. Das ist es. Wenn die nicht gleichzeitig angreifen, sondern versetzt, dann staggern die dich die ganze Zeit. Dann springt mir noch diese scheiß Schnecke weg. Und du denkst einfach nur, was für ein arschiger Dungeon ist denn das, wo ich jetzt wieder von vorne anfange und die... Irgendwas 70.000 Runen, die ich hatte, sind natürlich weg. Gut, das sind 70.000 Runen, okay. Wenn ich die brauchen würde, wüsste ich, wie ich sie mir holen könnte. Aber es ist halt so arschig. Dass du jetzt wieder von vorne anfangen musst. Und vor allem diese Schnecke hat ja da... Da sind ja 6, 7 Gegner drumherum. Das ist ja nicht so, dass da 2 sind oder so. Dann hast du davor schon das Problem gehabt. Aus irgendeinem Grund hat der mal wieder beschlossen, ich muss nicht den Gegner aufschalten, sondern hast halt in die Luft gehauen. Und ja, das habe ich ja immerhin noch überlebt. Aber ey. Normalerweise ist es so und dann ist er da hinten. Dann rennst du hier lang und hier lang. Ja. Meistens kommt man hier durch, aber so ein von 5 Mal oder so geht man hier drauf. So. Krieberteil hier, ja. Runen zurückholen. Yay! Ich habe 2200 Runen. Und das Problem ist, jetzt stehen wir hier wieder vor dem Boss und ich, ehrlich gesagt, frage ich mich gerade, warum ich das zweite Mal, oder war das jetzt das zweite Mal? Bei dem gestorben bin, in der ersten, also schon bei dem ersten gestorben bin, das verstehe ich echt tatsächlich nicht. Eigentlich hätte ich zumindest den immer bekommen. Kannst du mal angreifen, bitte?
Boah. Das, da kommt der über den halben, über die halbe Map oder den halben Dungeon hier. Eigentlich wollte ich nur den machen. Und dann springt man zu kurz, ey. So. Den trinken wir jetzt auch noch. Und dann kommt hier irgendwo der zweite, genau. Wenn du Pech hast, geht der auf dich los, bevor du überhaupt eine Chance hast, irgendwas zu machen. Ist der denn auf einmal nicht auf mich losgegangen, weil ich mich geheilt habe? Hä? Ich wollte doch... Ich wollte doch... Also, immerhin habe ich das Rollen überlebt. Das war sonst das, was mich immer gekillt hat. Aber warum ist der einmal... Also, die ganze Zeit ist der auf meinen Kompagnon. Auf einmal geht er auf mich los. Und zwar genau in dem Moment, wo ich mir einen Heiltrank reinschmeiße. Ja, das sind so Sachen, wo du einfach denkst so... Was macht das Spiel gerade? Warum? Das macht überhaupt keinen Sinn. Dieses ganze Dungeon macht keinen Sinn. Das ist dann das, wo man dann denkt, so, warum um alles in der Welt hat man sowas da drin? Oder bin ich mit meinen Leveln, ich habe keine Ahnung, was ich bin, ich bin deutlich über 100. Was bin ich? Level 146. Bin ich zu niedrig? Ist das so ein dann Level 180 sein oder was? Es lief ja eigentlich auch ganz gut, aber dann gibt es halt diesen Angriff, wo der mit dem Schwert gefühlte 10-mal innerhalb von einer Sekunde oder 2 Sekunden nach vorne. Ja, ich spring rüber, ist schon klar. Gefühlte 10-mal innerhalb von 2 Sekunden auf dich einschlägt. Und wenn du da nicht weg bist, wenn du da einfach gerade zugehauen hast, nee, du kannst nichts machen. So, ausgemäß ist es sinnvoller, hier rumzurennen. Boah. So. Und müssen wir eine Flasche, okay. Dann bist du echt, ja, dann ist einfach vorbei, weil der dermaßen viel Schaden damit macht. Aber das ist ja halt, das haben ja die meisten Bossgegner. So, den machen wir. Flasche trinken, dass wir unseren Helfer beschwören können. Und der sehr unterschiedlich gut funktioniert, muss man sagen. Also manchmal ist das richtig gut. Vielen Dank, dass du gerade überhaupt nicht reagiert hast.
Aber muss mal heilen. Muss mal mein Schwert wieder aufladen. Die nehmen noch Schaden dabei. So, und den hier machen. Weil der, der jetzt kommt. Okay, ich dachte, der geht auf mich. Scheinen meine Runen wieder zu sein. Also, ja, und jetzt rollt er nämlich genau über mir und das ist das, was ich hatte. Und ich habe gelesen, dass man diese Rollen unterbrechen kann, indem man zuhaut. Und ich habe zugehauen, ich habe getroffen und es stimmt nicht. Er rollt einfach weiter. Und das ist das Problem, wenn er über dich, also quasi auf dir drauf rollt. Ja, was machst du denn? Du kommst hoch, irgendwann kommst du ja automatisch wieder hoch, der wirst dir zu Boden geworfen, kommst wieder hoch, aber der rollt ja immer noch über dir. Das heißt, in dem Moment, wo du hochkommst und auf einmal wieder eine Hitbox hast und auf dem Boden liegend hast du die nicht, wirst du sofort getroffen. Und wenn dir das irgendwie 5-mal hintereinander passiert, naja, dann, ganz ehrlich, dann fragt man sich schon, ob das Spiel hier irgendwie... irgendwas falsch verstanden hat. Oder du falsch verstanden hast. Also das Spiel ist ja schwer. Ich weiß es ja. Beschwere ich mich ja auch nicht. Manchmal beschwere ich mich, aber es ist, das weiß ich ja, dass es schwer ist. Aber das ist dann halt wirklich was, du hast gar keine Chance. Also du kommst nicht raus. Und ich habe es versucht. Schaut euch die Folge an. Ist 2-3 Folgen her. Schaut es euch an. Ich habe es versucht. Mit Schild das Ding zu blocken, kann ich nicht. Ich habe es ein- oder zweimal in, keine Ahnung wie viel Versuchen geschafft, dem Rollen auszuweichen. Im Normalfall habe ich es nicht geschafft. Ja. So. Ah, das ging ja noch ganz gut. Okay, so. Noch ein Versuch mache ich noch. Ansonsten bin ich raus aus diesem Dungeon. Da sind eine Menge Runen, aber die sind dann halt weg. So, den brauchen wir. Dann muss ich leider einen trinken, damit ich den rufen kann. Vielleicht brauche ich da mal noch ein paar... Hallo, kannst du das bitte machen? So. Nicht getroffen. Aber er hat getroffen. Den nehmen.
hat eine Reichweite. Boah, ich hab's geschafft. Boah. Okay. Bumm. Ja, klar. Genau. Oh, geh weg, genau. Glück gehabt. Oh, so. Und der lebt sogar noch. Wo ist die Schnecke? Leute, erstmal durchatmen. War eine super lange Folge, hat sich gelohnt. Ritual der schwarzen Flamme. Boah, geschafft. Im Übrigen ist die, das habe ich gelesen, diese Schnecke kann richtig Schaden machen, offensichtlich. Also die kann ziemlich Schaden machen. Die kann wohl auch dich so ziemlich instant killen. Sollte man nicht denken, das ist so eine ganz harmlose Schnecke, aber ja, okay. So, Berggipfel der Riesen. Das heißt, wir können das jetzt noch weiter erkunden. Das mache ich aber, ich denke mal ein bisschen off und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, Leute.